Präsidenten des Niederösterreichischen Fußballverbandes und möchte ihn hier in unserer Runde begrüßen. Ich möchte Ihnen recht herzlichen Dank für Ihren Einsatz, für den langjährigen aussprechen und dass Sie unserem SV Wienerwald so wohl gesonnen sind. Und ich begrüße in unserer Mitte Herrn Dr. Ludwig Binder. Danke. Ganz besonders begrüßen zu dürfen hier auf seinem Sportplatz den Herrn Rudolf Neubauer, Präsident des SV Wienerwald. Wenn ich sage, das ist in der Familie geblieben, so freut es mich auch, recht herzlich Grüß Gott sagen zu dürfen zu seinem Sohn, Herrn Neubauer. Alles Liebe zu unserem Obmann des SV Wienerwalds. Er wurde vor 2 Jahren neu gewählt, hat nun ein großes Amt übernommen und hat hier seine große erste Veranstaltung. Ich möchte dem Herrn Manfred Neubauer recht herzlich zu seinem SV Wienerwald gratulieren, zu seinem Team, das für ihn da ist, das die letzten 3 Tage ja wirklich eine große Bewährungsprobe gehabt hat, auch zu seinen Mannschaften, zu 5 Nachwuchsmannschaften, einer Reserve und einer ersten Mannschaft. Die Premiere hat leider nicht so funktioniert. Am Freitag haben wir unglücklich verloren, möchte ich sagen. Es war scheinbar ein übermächtiger Gegner, der Sportverein Glocknitz. Aber auch wir werden nächstes Jahr nach Glocknitz fahren. Und vielleicht ist diese junge Mannschaft, die sie hier sozusagen ausbilden und den SV Wiener mal vertritt, schon nächstes Jahr in der Lage, sich zu revanchieren und dann dort zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, ich möchte Ihnen zu Ihrer neuen Sportanlage jetzt einmal schon recht herzlich gratulieren. Und ich freue mich besonders auch deswegen, weil ich viele schöne Stunden mit dem SV Wienerwald verbringen durfte. Ich erinnere mich noch an die Saison 96-97, wie wir in die Landesliga aufgestiegen sind. Also für die Gemeinde Wienerwald in der Landesliga zu spielen, ist eine wirkliche hervorragende Leistung. Und daher möchte ich speziell den Spielern, die heute in der ersten Reihe sitzen, herzlich danken. Aber der Sportverein Wienerwald hat nicht nur für das Sportliche gesorgt, er hat auch für das Kulturelle gesorgt. Sie haben viele Jahre Reisen organisiert. Reisen in ferne Länder, da war Amsterdam dabei, da war Schweden dabei, dann war auch Kanada mit Spielen in Guelph dabei. Und es war wirklich für alle Spieler, die damals mitgefahren sind und auch für mich ein erhebender Ausblick. Wenn man sich auf die Tribüne setzt und nach hinten schaut, auf den rechten Flutlichtmasten zum Beispiel, dann sieht man einfach einen wunderschönen Fußballplatz. Dann sieht man, dass es ganz richtig war, den Fußballplatz da nach unten zu verlegen. Und dann sieht man auch, dass es strategisch sehr schlau war, wie in letzter Zeit vorgegangen wurde. Es wurde eine Volksschule gebaut, es werden jetzt Wohnungen gebaut und dann ist es natürlich ganz klar richtig, dass man dafür auch etwas schafft, wo sich die Leute, die zu uns kommen, auch bewegen können. Wir sind als Fußballverein immer für dieses Projekt gewesen. Ich bin auch Anrainer und ich weiß, dass viele dieser Anrainer, die hier wohnen, nicht für dieses Projekt waren. Aber ich weiß auch, dass es mittlerweile einen Sinneswandel gibt, auch auf der Gartnerstraße, in der ich wohne. Und ich weiß, dass es ganz richtig war, das durchzuziehen. Ich weiß auch, dass wir in unserem Vorstand immer dafür waren, aber es war eine sehr große Zerreißprobe auch für uns. Am Anfang haben wir gesagt, super, wir bekommen einen neuen Fußballplatz, da kann man ja gar nicht dagegen sein, warum sollte man das tun? Natürlich hat es aber auch Leute gegeben, die gesagt haben, na, wie wird das werden, wie wird das passieren, wie tun wir da und wo spielen wir und wie schaut das aus? Ja, wir haben uns darauf eingelassen. Es war ganz wichtig und ganz richtig, dass wir uns darauf eingelassen haben, weil wir werden dann runtergehen und werden sehen, dass das, was gebaut wurde, super ist und wir als Sportverein Wienerwald uns da unten sehr gut bewegen können. Dankesworte sind schon eine Menge gesprochen worden, aber natürlich muss ich mich auch noch, oder darf ich mich
sehr, sehr herzlich bei meinen Vorstandsmitgliedern bedanken. Wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr viel gestritten, wir haben sehr, sehr viel diskutiert, aber jetzt ist wieder alles gut, jetzt können wir feiern und jetzt haben wir einen neuen Fußballplatz. Ich werde jetzt nicht alle namentlich erwähnen, weil dann vergieße ich eh wieder den einen oder den anderen. Ich möchte mich bei meinem Vorstand ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben ein tolles Team. Wir haben ein paar, die sind schon über 80 Jahre und immer noch topfit, so wie der Valentin Winter, der in den letzten Tagen mich um 7 oder meinen Vater um 7 jeden Tag aufgeweckt hat, weil er unbedingt wollte, dass das da unten fertig wird. Und natürlich haben wir seinen Sohn, beide sind Vizepräsidenten in unserem Verein. Danke, dass ihr uns unterstützt habt. Wir werden euch noch ein paar Jahre brauchen, also vor einer Pension können wir noch nicht reden, Dino, gell? Natürlich ist auch der Richard schon erwähnt worden, aber eines ist ganz klar, auch ich muss ich erwähnen. Der Richard ist der, mit dem ich in den letzten Wochen, glaube ich, am meisten diskutiert habe. Oder wahrscheinlich mit seiner Frau habe ich noch mehr gestritten wie mit ihm. Aber es war halt immer auch positiv und es gibt ja immer positive Energie, wenn man streitet oder wenn man diskutiert. Danke an die Familie Krones. Bei euch gibt es das Gleiche. Vor einer Pension brauchen wir noch nicht reden. Die nächsten 10 Jahre seid ihr noch im Verein. In der ersten Reihe sitzt ja eigentlich mein Chef. Ich meine, ich bin jetzt zwar Obmann von dem Verein, aber in Wirklichkeit unser Chef ist, wie ja jeder weiß, der Herr Glanz. Liebe, danke. Ich brauche es jetzt nicht mehr sagen, 10 Jahre Glitten auch für dich. Daneben sitzt mein Stellvertreter, Peter Hertel. Er ist nicht so oft da, wenn es ums Arbeiten geht, aber er ist immer dann da, wenn es ums Feiern geht, wenn wir ein bisschen ein Hirn brauchen. Und er ist sozusagen meine geistige Unterstützung. Danke, Peter. Links hätte ich jetzt fast noch einen ganz wichtigen Mann vergessen, unseren sportlichen Leiter Christian Pfandner. Er lacht jetzt ganz verschmitzt, aber ohne den Christian wäre dieser Verein maximal die Hälfte wert. Er ist immer bei jedem Match dabei, er investiert unglaublich viel Zeit, unglaublich viele Stunden und wir haben jetzt einen Fußballplatz, das heißt, wir müssen auch darauf spielen und dafür sorgt der Christian. Wir haben 2 Erwachsenenmannschaften und einige Jugendmannschaften, hat der Herr Bürgermeister auch schon erwähnt. Der Christian schaut, dass das alles klappt und der Christian ist ganz, ganz wichtig. Danke, Christian. Abschließend natürlich einen ganz, ganz großen Dank an die Gemeinde Wienerwald. Es war richtig und wichtig, dieses Projekt durchzuziehen. Es hat ein paar Jahre gedauert. Wir sind vor 2 Jahren schon hier gestanden bei unserer 40-Jahr-Feier. Da haben wir uns gedacht, vielleicht wird es ein Geburtstagsgeschenk. Macht nichts, ist sich nicht ganz ausgegangen. Wir sind auch jetzt sehr dankbar dafür. Wir sind sehr dankbar, dass ihr es durchgezogen habt, lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Vizebürgermeister. Und ich habe es eh schon gesagt, es war eine richtige und gute Entscheidung. Danke dafür.